Moin zusammen, heute geht es um das Mittelalter. Wir schauen uns an, was das Mittelalter eigentlich ist und wie der ganze Quatsch angefangen hat. Ist ein geiles Thema, viel Spaß. Ja, was ist jetzt eigentlich das Mittelalter? Das Mittelalter ist in Europa die Epoche zwischen dem Ende der Antike und dem Beginn der Neuzeit. Es geht von 500 bis 1500. Das lässt sich nochmal unterteilen in das Frühmittelalter von 500 bis 900, das Hochmittelalter von 900 bis 1250, das Spätmittelalter von 1250 bis 1500. Das Mittelalter ist vor allem geprägt von der christlichen Religion und der christlichen Kirche. Denken und Handeln sind vor allem auf Gott und das Jenseits ausgerichtet. Gesellschaftlich hat der Adel das Sagen. Der Adel besitzt den Grund und Boden und herrscht, einfach nur, weil er halt adlig geboren wurde. Vor dem Mittelalter gab es ja das Römische Reich, also die Römer. Die Römer gehören noch zur Antike. Mit dem Ende der Römer endet die Antike und das Mittelalter geht los. Jetzt schauen wir uns an, wie es zum Übergang von den Römern zum Mittelalter kam. Das Mittelalter ist auch gerade dadurch ausgezeichnet, dass das Römische Reich geendet hat. Zunächst haben wir die Römer. Dann werden die Römer christlich, weil das Christentum zur Staatsreligion erklärt wird. Auf dem Plan stehen noch die Germanen. Das sind Heiden von der Religion her. Die wandern in das römische Gebiet ein. Das westliche römische Reich zerfällt. Es geht kaputt. Finito. Dann verschmelzen die Germanen und die christlichen Römer. Und zack, fertig, wir haben den Mittelaltermenschen. Die Kultur ist also römisch, christlich und germanisch geprägt. Das zeichnet das Mittelalter auch aus. Also merkt euch, wie der Übergang stattgefunden hat. Verschmelzung von christlichen Römern plus Germanen. Noch eine geile Sache, die ihr eurem Lehrer um die Ohren hauen könnt. Durch den Islam werden Europa und die islamische Welt geteilt. Der Islam lehnt das Christentum und auch die römische Kultur ab. Dadurch entsteht südlich des Mittelmeers eine ganz eigenständige Welt. Auch Europa wird im Mittelalter also eine ganz eigene Welt politisch und kulturell gesehen. Vor dem Mittelalter war das politisch und kulturell viel mehr durchgemischt. Jetzt zeigen wir euch noch, wie das Frankenreich entstanden ist. Das erste Großreich, das nach den Römern kam, war das sogenannte Frankenreich. Mit dem geht das Frühmittelalter richtig los. Das Frankenreich zeigt auch nochmal, wie der Übergang von den Römern zum Mittelalter stattfand. Außerdem ist das Frankenreich ein krasser Ausgangspunkt für das ganze Mittelalter und für ganz Europa. Die Franken siedeln um 480 im Gebiet des heutigen Belgiens. Die Franken sind einer der ganz großen germanischen Stämme. Regiert werden die Franken von mehreren Fürsten und Königen nebeneinander. Der fränkische König Chlodwig holt sich dann gewaltsam die Herrschaft über den kompletten Stamm. Dann dehnt Chlodwig die Herrschaft über ganz Gallien aus. Dabei erobert er auch ein römisches Teilreich. Das war ein letzter Rest des westlichen römischen Reiches, der sich bis dahin über Wasser gehalten hat. Am Ende der Eroberungen hat Chlodwig ein großes fränkisches Reich geschaffen. Nach heutigen Verhältnissen war das Gebiet quasi ganz Frankreich und auch der Südwesten von Deutschland. Jetzt macht König Chlodwig was Gutes. Er zerstört die römische Infrastruktur nicht, sondern knüpft vielmehr daran an. Außerdem vermischen sich die fränkischen Eroberer mit den einheimischen gallischen Römern. Das Allerwichtigste ist aber Folgendes. König Chlodwig lässt sich 498 christlich taufen. Riesending. Dadurch hat er den religiösen Gegensatz zwischen den heidnischen Franken und den katholischen Römern beseitigt. Chlodwig sichert somit dauerhaft seine Herrschaft. Außerdem unterstützt ihn von da an die katholische Kirche. Deswegen kann das Frankenreich bestehen bleiben. Vom Frankenreich aus kann das Europa des Mittelalters dann richtig loslegen. Jetzt wisst ihr auch, wie der Laden losging. Also merken, Frankenreich als erstes Großreich nach den Römern. Dabei habt ihr auch ganz anschaulich gesehen, wie sich die germanischen Franken mit den christlichen Römern vermischt haben. Was müsst ihr aus dem Video mitnehmen? Das Mittelalter ist die Epoche zwischen dem Ende der Antike und dem Beginn der Neuzeit. Es geht von 500 bis 1500. Eingeteilt wird es in Frühmittelalter 500 bis 900, Hochmittelalter 900 bis 1250 und Spätmittelalter 1250 bis 1500. Vor dem Mittelalter war das Römische Reich am Start. Indem das westliche Römische Reich zerfällt, geht das Mittelalter los. Es vermischen sich Christentum, römische Kultur und germanische Kultur. Außerdem wird Europa von der islamischen Welt politisch und kulturell getrennt. Das erste Großreich im Mittelalter ist das Frankenreich. Es entsteht durch Eroberungen von König Chlodwig um etwa 500.
Durch die christliche Taufe Chlodwigs bleibt das Frankenreich bestehen. Wenn euch das Thema noch mehr interessiert, dann kommt jetzt auf thesimpleclub.de. Ansonsten haut rein, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video und bis gleich.